Mensch sein ohne andere Menschen ist nicht möglich. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, dass es andere Menschen gibt und dass wir zueinander schauen, einander helfen, einander unterstützen, aus dieser Dankbarkeit heraus finde ich den Zugang zu unserer Forderung für eine solidarische Gesellschaft. Ein menschenwürdiges Leben ist ein Menschenrecht. Einfach weil wir Mensch sind, haben wir das Recht, auch zu leben. Und aus dem Recht des einzelnen Menschen auf ein menschenwürdiges Leben erwachsen der Gesellschaft die Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir Menschen menschenwürdig leben können. Zu teilen, das, was wir haben, zum Wohl von allen. Das ist das Ziel einer solidarischen Gesellschaft. Und was ist doch das für eine revolutionäre Forderung in der Zeit des herrschenden Kapitalismus? Wo ganz viele sich eigentlich erst dann als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft kann fühlen kann, wenn er eben eine bezahlte Arbeit macht zum Profit eines Unternehmens. Wo er ewigen Angst lebt, die Arbeit zu verlieren und zu einem Passivposten in der Buchhaltung des Kapitals zu werden. Den Rest der Kapitalismuskritik überlassen wir jetzt den Roten. Weil mein Thema ist ja jetzt eine solidarische Gesellschaft. Ich bin für anständige Mindestlöhne, anständige Maximallöhne, aber nicht nur das. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommen. In dieser Idee sehe ich eine Kraft, die unsere Gesellschaft wird verändern, wie in seiner Zeit die Abschaffung der Sklaverei oder die offizielle Aufhebung der Rassendiskriminierung. Das bedingungslose Grundeinkommen macht ernst mit dem, dass die Wirtschaft eigentlich für den Menschen sein soll und nicht umgekehrt. Und das stimmt und bleibt wahr, auch wenn es noch ganz vielen Leuten ganz schräg und ganz unrealistisch vorkommt. Es ist genau gleich wahr wie dann, wo der Kepler gesagt hat, die Erde dreht um die Sonne und nicht umgekehrt. Und das ist etwas, was mittlerweile eine allgemeine Selbstverständlichkeit geworden ist. Und wie bitte soll jetzt das kommen, so eine solidarische Gesellschaft? Die solidarische Gesellschaft fängt nicht an im Kopf. Nein, eben aus meiner inneren Betroffenheit. Ich bin Mensch, du bin Mensch. Wir sind Menschen. Wir sind eigentlich Schwestern und Brüder. Was heisst, nicht immer einander sympathisch, aber doch sehr vertraut. Und aus dieser Betroffenheit heraus komme ich nachher zu den konkreten Forderungen, die mir auch konkret hilft. Zum Beispiel, dass wir näher zusammenrücken. Aus diesem Bewusstsein, aus dieser Betroffenheit heraus auch, aus dieser Dankbarkeit auch, fällt es mir leichter, Wohnraum zu teilen, für gemeinschaftliche Wohnformen einzustehen. Eine Geldreform, altens Geld zum Beispiel, eine Bodenreform, wo der Boden wieder der Allgemeinheit zurückgibt. Konkret heisst das für mich aber auch, den Preis für Fairtrade zu zahlen, auf Überfluss zu verzichten, den ökologischen Fußabdruck abzuschrauben, weniger Flüge, weniger Fleisch essen zum Beispiel. Wir freuen am eigenen Engagement für andere, aber auch, dass andere etwas machen für andere und auch für mich. Es heisst aber auch clever sein, neue Technologien einsetzen, alte, neue Erkenntnisse umsetzen, ernst machen damit, Teilzeitarbeit für Mütter und für Väter. Das bringt mehr am Arbeitsplatz, mehr Qualität im Leben. Und das ist für mich eine solidarische Gesellschaft. Eine solidarische Gesellschaft bedeutet letztlich mehr Lebenszufriedenheit, mehr Lebensqualität und es ist möglich, aber nur dann, wenn wir zusammenstehen. Wenn wir zusammen kämpfen, zusammen teilen, zusammen arbeiten, kämpfen für eine solidarische Gesellschaft. Echt grün, echt stark. Danke.